Die erste Frage wird die Abgeordnete Nessler stellen. Bitte sehr. Entschuldigung, Steiner. Steinacker, die Nessler ist die Zusatzfrage. Entschuldigung. Frau Abgeordnete Steinacker, Entschuldigung. Danke, Herr Michaela Steinacker von der ÖVP. Guten Morgen, Frau Bundesministerin. Ich möchte die heutige Fragestunde mit dem so wichtigen Thema des Unterhaltsrechts beginnen. Immer mehr Beziehungen brechen auseinander und es gilt danach viel zu regeln. Besonders schlimm ist es natürlich dann, wenn Kinder betroffen sind. Wenn Kinder betroffen sind, kommt neben der emotionalen Seite, dass ich mich doch bestmöglich um meine Kinder kümmern will, auch die Sorge, wer betreut die Kinder, wer leistet auch einen entsprechenden Unterhalt dafür. Bei Uneinigkeit ist es dann das Problem, dass wir als Staat mit unseren Gesetzen da entsprechend eingreifen müssen und regeln. Wir wollen regeln, damit die Kinder weiter gut behütet sind, auf der einen Seite aber auch, dass ihre finanziellen Notwendigkeiten gut gedeckt sind. Wir haben daher uns im Regierungsprogramm dazu verständigt, verschiedene Regelungen neu zu formulieren, zu modernisieren, das Unterhaltsverfahren schneller zu machen, die Bemessung des Unterhalts schneller und konkreter zu machen, aber auch, dass geleistete Unterhaltsvorschüsse von denen, die eine Gute bekommen haben, auch wieder zurückgefordert werden können. Frau Bundesministerin, Sie haben uns erzählt, Sie haben eine Arbeitsgruppe dazu eingesetzt. Meine diesbezügliche Frage lautet, wie schauen denn die Vorschläge dieser Arbeitsgruppe aus? Gibt es da schon ganz konkrete Überlegungen? Ja, vielen Dank für diese sehr wichtige Frage. Sie haben ein paar wichtige Eckpunkte ja schon genannt. Das Justizministerium arbeitet sehr intensiv an der sogenannten Kindschaftsrechtsreform. Und ein wichtiger Baustein dieser Reform, wie Sie es auch richtig gesagt haben, ist natürlich das Unterhaltsrecht. Und wir haben unser Regierungsprogramm dazu verständigt, dass wir das rascher machen, dass wir das Unterhaltsrecht beschleunigen können, also die Unterhaltsverfahren beschleunigen, weil es ja auch wesentlich zur Rechtssicherheit beiträgt, wenn wir im Vorhinein wissen, wie lange wird denn das ungefähr dauern, weil wir haben jetzt zig Meldungen, dass das Unterhaltsverfahren sehr lange dauern, dass die Leute im Vorhinein nicht wissen, welcher Unterhalt steht ihnen zu. Und für diese Rechtssicherheit wird es notwendig sein, das Unterhaltsrecht und eben auch eine umfassende Kindschaftsrechtsreform durchzuführen. Wir haben einen umfassenden partizipativen Prozess gestartet, denn wie Sie eingangs auch erwähnt haben, ist es ein sehr sensibles und auch sehr emotionales Thema, weil es betrifft wirklich viele Paare, die sich dann trennen, und wenn Kinder da sind, ist es immer schwierig und emotional sehr herausfordernd. Und daher haben wir auch sehr viele Organisationen eingeladen, Kindesorganisationen, Kindeswohlorganisationen, Frauenorganisationen, Väterrechtler, aber auch Uniprofessoren, um gemeinsam zu erarbeiten, gemeinsam diese umfassende Reform zu erarbeiten. Da gilt es in diesem Bereich umso mehr, dass man an verschiedenen Schrauben drehen muss, um das Ganze auch gut zu gestalten. Und vielleicht, weil Sie ein paar Eckpunkte genannt haben, im Wesentlichen geht es auch darum, endlich mal das gesetzlich auch zu verankern. Weil was wir jetzt haben, dadurch, dass wir auch fehlende Gesetze haben, haben wir insofern eine Art Richterrecht in dem Zusammenhang. Deswegen gilt es ja auch, dass wir vieles, was eigentlich schon gilt, einmal gesetzlich festschreiben, dass man im Vorhinein auch ins Gesetz schauen kann und sehen kann, okay, was steht mir zu, was sind die Regelungen, die hier zur Anwendung kommen. Dem Kind soll auch ein zivilrechtlicher Anspruch stehen. Sie haben es auch vorhin genannt, eben diesen bevorschussbaren Mindestunterhalt. Also da sollte natürlich auch ein originärer Anspruch des Kindes sein, denn in erster Linie geht es ja auch ums Kindeswohl. Und das im Rahmen dieser Reform steht das Kindeswohl im Zentrum, und daran wollen wir uns auch orientieren. Zusatzfrage? Ja, Frau Bundesministerin, wir werden Austauschmöglichkeiten haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang ein Thema ansprechen, das ganz speziell ist, nämlich in der Situation, wenn in Familien verschiedene Nationalitäten betroffen sind oder staatenübergreifende Themen abgehandelt werden müssen. Da greift das internationale Privatrecht, und das sieht im Moment vor, dass nach dem Personalstatut der Familienangehörigen eben entsprechend entschieden wird. Das heißt, dass in Österreich auch manchmal fremdes Familienrecht zur Anwendung kommt. Wir haben uns im Regierungsprogramm vorgenommen, dass wir dieses Personalstatut durch den gewöhnlichen Aufenthalt nämlich dadurch austauschen, dass wir sagen wollen, wer hier in Österreich lebt, da sind auch diese Familiengesetze anzuwenden. Eine diesbezügliche Vorlage fehlt noch. Wann werden Sie uns diese ins Parlament schicken? Sie haben die Novellierung des internationalen Privatrechts angesprochen, und das erfolgt auch schrittweise, weil das internationale Privatrecht auch an anderen Materien, an anderen Materiengesetzen eben hängt.
Der erste Schritt wurde bereits mit der Einführung des gewöhnlichen Aufenthalts als Anknüpfungspunkt bereits für die gesetzliche Erwachsenenvertretung gesetzt. Und das ist eben die Novelle des Paragraphen 15. Gemeinsam mit der Reform zum Unterbringungsgesetz ist es gerade jetzt in der politischen Abstimmung. Und da gibt es auch viele weitere Schritte zu setzen in diesem Zusammenhang. Und was das Familienrecht im Bereich der IPRG betrifft, so sind wir gerade dabei, auch eine weitere diese Analyse zu unterziehen, denn es wird auch auf europäischer Ebene sich einiges verändern und das wollen wir mit einfließen lassen. Aber wie gesagt, die Novellierung des IPRG erfolgt schrittweise und wir werden das gemeinsam auch mit den anderen Materiengesetzen vorantreiben, weil es steht bei uns im Regierungsprogramm und wir haben uns auch darauf geeinigt. Zusatzfrage, die Frau Abgeordnete Nessler, bitte sehr. Guten Morgen, Frau Ministerin. Sie haben es schon angesprochen. Es wird ja aktuell in Form von einem großen partizipativen Prozess, wo alle relevanten Organisationen dabei sind, an dem neuen Kindschaftsrecht gearbeitet. Und meine Frage dazu, wie berücksichtigen Sie die feministischen Ziele in der Reform und wie stärken Sie die Stellung der Frau? Das war Barbara Nessler von den Grünen. Und deswegen ist so ein breiter partizipativer Prozess auch sehr wichtig, ist, dass es natürlich eine fortschrittliche Reform ist und auch eine feministische Reform, wo auch das Kindeswohl im Mittelpunkt steht und wir diese Punkte auch berücksichtigen. Und ein wesentlicher Aspekt der Reform soll natürlich auch der Schutz der gewaltbetroffenen Frauen sein. Denn wir wissen ja jetzt, dass es immer wieder Stellen gibt, wo Probleme auftauchen, immer wieder Schwierigkeiten, gerade in gewaltbetroffenen Beziehungen. Da haben wir ganz viele Rückmeldungen aus Frauen, von Frauenorganisationen, aber auch von Kindeswohlorganisationen. Und ich möchte diesem Gesetz auch einen ordentlichen Gewaltschutz für Frauen. Zusätzlich möchte ich aber auch, dass das eine feministische und eine fortschrittliche Reform wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir auch diese Care-Arbeit endlich ordentlich aufteilen müssen. Das ist natürlich ein Wunschgedanke und lässt sich nicht immer nur mit einem Gesetz machen, aber wir können endlich die Schritte setzen, um diese Care-Arbeit, die überwiegend von Frauen in Österreich getragen wird. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind wir irgendwo am letzten Platz und da müssen wir auch gesetzlich nachhelfen, damit das Gesetz auch endlich quasi auch in diesem Bereich progressiver wird. Zusatzfrage, die Frau Abgeordnete Holzleitner, bitte sehr. Guten Morgen, Frau Ministerin. Meine Frage richtet sich auch in diese Richtung zu diesem Paket. Wir wissen, das Problem der Care-Arbeit muss eigentlich bei der Geburt des Kindes anfangen und nicht erst bei der Trennung. Also das, glaube ich, ist eher der Ansatz, wo man beginnen sollte. Und feministische Punkte müssen auf jeden Fall in dieses Paket eingebunden werden. Wenn Sie sagen, Sie verhandeln aber mit Väterrechtlern, die absolut problematisch ist, dann sind das für uns Alarmglocken, die auf jeden Fall schrillen. Und deswegen meine Frage, wenn Sie mit problematischen Väterrechtlern verhandeln, aber nicht mit den Parlamentsparteien hier in diesem Hohen Haus, wann binden Sie uns endlich in dieses Paket ein und wann wird dieses Paket, dieses umfassende Paket in Begutachtung geschickt, weil so, wie gesagt, ist das für uns einfach keine Vorgehensweise, die wir unterstützen können. Eva-Maria Holzleitner ist Frauensprecherin der SPÖ. Also Sie haben in einem Punkt vollkommen recht, die Aufteilung der Care-Arbeit fängt schon bei der Geburt an und eigentlich auch schon viel früher. Und das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, die wir gemeinsam auch anstreben sollen und die wir gemeinsam anstreben müssen. Es lässt sich nicht, wie Sie richtig gesagt haben, mit einem Gesetz umsetzen, die Aufteilung der Care-Arbeit, nämlich dass wirklich Frauen und Männer zu gleichen Teilen diese Care-Arbeit auch tun, das müssen wir alle gemeinsam machen. Wenn Sie die Reform an sich ansprechen, da haben Sie auch vollkommen recht, die Reform müssen wir selbstverständlich gemeinsam im Parlament verhandeln. Die Reform ist noch lange nicht fertig, weil es, wie gesagt, ein partizipativer Prozess ist, wo ganz viele Organisationen auch eingebunden sind. Mit den Organisationen wird nicht verhandelt, sondern die Organisationen bringen Aspekte aus der Praxis mit ein. Und das sind auch ganz viele Organisationen und verhandeln tun wir es natürlich auf politischer Ebene. Jetzt soll einmal aus diesem partizipativen Prozess sollen Vorschläge kommen und wir werden auf politischer Ebene das gemeinsam abstimmen.